Aisha radiyallahu anha wa ardaha. Sie sagte, als ich eines Tages gesehen habe, dass der Gesandte Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gut gelaunt war, so sagte ich zu ihm, O Gesandter Allahs, bitte Allah für mich. Er sagte, O Allah, indem er die Hände hob, ich bitte dich, dass du Aisha alle Sünden vergibst, die früheren und die späteren. Die, die sie im Geheimen gemacht hat und die, die sie im Öffentlichen gemacht hat. So hat sie gelacht und sie war sehr erfreut. Dann sagte der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, mach dich das fröhlich, dass ich für dich ein Dua gemacht habe, ja Aisha. Sie sagte, ja Rasulallah, was sollte mit mir sein, dass mich nicht erfreut, dass du Dua für mich gemacht hast. Höre, was er sagte, sallallahu alaihi wasallam. Er sagte, bei Allah, dieses ist das Dua, was ich für meine gesamte Ummah in jedem Gebet spreche.